Dr. Dietmar Takt, Videokolumne Nummer 25, Dezember 2022. Giuseppe Verdi aus Nabucodonosor, oder Nabucco, wie es auf Deutsch heißt, aus der Ouvertüre die Takte 53 folgende. Das Stück ist natürlich als große Freiheitsoper Verdis bekannt, nicht zuletzt, weil dort das bekannteste Stück darin der Gefangenenchor sich findet. Dieser Gefangenenchor erklingt in der Oper erst im dritten Akt, aber auch in der Ouvertüre erklingt er schon, nur merkwürdig anders, ungewohnt. Das hat wahrscheinlich eher nicht mit der Tonart zu tun. Im Stück hinten erklingt der Chor in Fis-Dur, in der Ouvertüre in F-Dur. Es hat mehr mit der Rhythmisierung zu tun. Ich spiele aber einmal kurz an, wie es hinten im Stück klingt. Dort ist es in Fis-Dur. Dann geht die Melodie des Chores ja. In der Ouvertüre jedoch, eine Potpourri-Ouvertüre, in der Verdi die bekanntesten Melodien des Stückes schon mal bringt, klingt es so. Fis-Dur. Und dann. Und hier merkt man, hier stimmt was nicht. Es ist anders, als man es eigentlich im Ohr hat. Es geht dann auch genauso weiter. Und das liegt an der Rhythmisierung. Hinten ist es in einem fließenden Viervierteltakt komponiert und gesetzt. Und hier nun in einem 3/8, und das führt dazu, dass sich die Taktschwerpunkte innerhalb des Akzentstufentaktes verschieben. Zum Beispiel diese Triolenfigur. Hinten ist es schwer, leicht. Die Triole auf die Schwere zählt halt. Der hohe Ton H bzw. B auf die Leichte. Und vorne ist es genau umgekehrt. Hier geht es so. Schwer, leicht, leicht, schwer. Und so geht das dann auch weiter. Und dadurch gewinnt natürlich diese Melodie, die uns allen so im Ohr ist, etwas ganz anderes, bekommt einen ganz anderen Charakter, wird vielleicht etwas zögernder, nicht so fließend, noch zurückhaltender und ist natürlich in gewisser Hinsicht Vorausdeutung, aber eben auch, naja, noch nicht wirklich eine Vorwegnahme. Es ist noch nicht so, wie es dann später kommt, sondern irgendwie anders. Und es bleibt aber natürlich diese große, große Freiheitsmelodie, wenn man so mag, dieses große Versprechen, Fliehgedanke in die Freiheit hinaus, dieser Moment, wofür das Stück eben auch so bekannt geworden ist. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben... Na, jetzt Dr. Takt, takt@deutscheoperberlin.de.